Eine letzte Frage, die ich ganz gerne an Professor Drosten richten möchte. Willst du mehr? Eine Fragerin verweist darauf, dass auch morgen hier in Meppen eine Querdenker-Demo stattfindet. Und sie fragt... Sagen Sie was anderes. Ob Sie dorthin gehen würden in der Hoffnung, mit Ihrer Kompetenz... Inkompetenter geht's nicht mehr. ...mit Ihrem Hintergrundwissen doch etwas bei diesen Personen bewegen zu können. Ich wollte Ihren Theorien lauschen, motzen und dann bei meinen bleiben. Also meine Erfahrung damit ist eigentlich eher so eine Erfahrung in der E-Mail und so weiter. Und heißt das, wir richten unser Augenmerk nur auf Abnorme, Abnormitäten? Ich sehe da eigentlich... Tempo, Tempo! Also ich denke, bei den meisten Teilnehmern dieser Querdenker-Demos ist es so eine momentane vielleicht Aufgeregtheit und... Spielt ja eigentlich jeder, Doktor? ...keine fundamentale Beschäftigung mit solchen Dingen. Ich will ja nichts Negatives über einen Kollegen sagen und besonders nicht über einen unfähigen Säufer. Es gibt aber diejenigen, die das treiben und die haben leider fast durchgängig ein Erwerbsinteresse dahinter. Das wird fast immer übersehen. Was suchen Sie überhaupt? Dasselbe wie Sie. Liebe, Anerkennung, ein solides Investment. Diejenigen, die solche Sachen organisieren, die rufen zu Spenden auf. Und diese Spenden sind nicht für wohltätige Zwecke. Irgendwie hört sich das schwachsinnig an. Sondern fürs eigene Portemonnaie. Babam. Diese Organisatoren von solchen Demonstrationen. Was sagte ich gerade nochmal? Das sind nicht nur Demonstrationen. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Anwälten, die versucht zu suggerieren, dass man... Irgendein bedeutsames und formal gut klingendes Psychoblabla aufsetzen lassen? Die Charité, das RKI, die Bundesregierung, mich als Person. Okay, ich schlage vor, wir unterbrechen und diskutieren diese Bemerkung. Und wen nicht sonst alles? Sie sind nutzlos. Wenigstens wissen Sie das. Verklagen könnte. Wir haben nicht alle Jura studiert. Sie raten mir, medizinische Entscheidungen aufgrund von medizinischen Gründen zu treffen? Das wird nicht ganz so leicht sein. Wegen irgendwelcher frei ausgedachten... Irgendeine medizinische Rechtfertigung ist, muss nicht unbedingt eine gute sein. Lassen Sie mal sehen. Hartig klingt jüdisch und Aztreonam auch. Dann setzen wir bei ihr das Vancomycin ab, okay? Verrückten Ideen. Nennen Sie mich verrückt, aber das riecht nach ungelöstem Konflikt. Für die Sie sich Verrückte holen, die Ihnen da... Nein. Dazu haben Sie mich zu lieb. So als Zeugen zur Verfügung stehen. Wenn man die statistischen Grundlagen glauben darf, sind einige davon kleine Scheißer. Halbwissenschaftler, die man zu jeder Aussage kriegt. Machen Sie Rollenspiele oder sowas? Die sich mit diesen Aussagen durchaus strafbar machen. Donnerwetter. Wenige Ärzte würden für eine Ahnung die Karriere riskieren. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Komm auf den Punkt. Und alles das ist ja nur Teil einer Informationsmaschine und die Sehen Sie, deswegen verschwende ich für Psychiater kein Geld, weil Sie mir alle diese tollen Einsichten umsonst legen. Am Ende dazu führt, dass Spenden kassiert werden und... Schwachsinn. Ich denke, da kann man viel Geld im Moment dran verdienen. Profit. Die neue Weltordnung. Es geht nur um den Profit. Je mehr Leute man mobilisiert. Das muss man sich einfach klar machen. Dass Warum das Ganze? Um mich fertig zu machen? Das hinter diesen Querdenker-Demonstrationen auch steht. Hören Sie auf! Kaufen Sie sich einen Pony oder eine Wassermelonenfarbe. Und man muss sich fragen, ob man sich da mobilisieren lassen will. Von solchen Leuten. Höre ich da eine Spur Sarkasmus heraus? Und dann kann man es vielleicht auch noch psychologisch beantworten. Wissen Sie, was schlimmer als nutzlos ist? Nutzlos und teilnahmslos. Wer da erstmal drin hängt in dieser Schleife, der will da auch nicht raus und der will auch keine anderen Argumente hören. Meine Meinung, deine Meinung. Und da gibt es dieses typische Gesprächsverhalten. Nein, wir spielen hier, steckt dem Esel den Schwanz an. Wenn man dann darauf eingeht, wird das Thema gewechselt. Du föhnst dir die Haare? Und wenn man das dann wieder erklärt, wird sofort wieder das Thema gewechselt. Du föhnst dir deine Haare? Es gibt nie eine Rückfrage, es gibt nie... Nochmal die Frage, das habe ich jetzt nicht verstanden, ist das wirklich so? Und was wird übersehen? Können Sie mir das beweisen? Es gibt keine konkreten Beweise. Meine Ansicht hat keine praktische Relevanz für mein Leben. Und dann beweist man das auch noch. Tatsächlich? Aber da ist auch noch eine andere Erklärung. Und irgendwann sagen die, ach so, ja. Wer hat das gesagt? Ich habe es vergessen. Dann habe ich das jetzt verstanden. Warten Sie dafür, gibt es keine üblichen Optionen? Was übersehen Sie alle? Diese Gesprächssituation kommt nie. Danke fürs Mitspielen. Auch wenn man dies, man kann das immer beweisen.
Es liegt in der Natur der Medizin, dass ihnen Fehler unterlaufen werden. Irgendwann töten sie jemanden. Wer damit nicht klarkommt, sollte sich einen anderen Beruf suchen. Oder nach dem Studium unterrichten. Das ist alles zu 100% Unfug. Wollen Sie gedrückt werden? Was da verbreitet wird. Was für eine überflüssige Debatte. Aber die Entkräftung dieses Unfugs ist nicht erwünscht. Herpesviren können eine Weile außerhalb des Körpers überleben. Dr. Haas, ja. Sie wissen doch genau, einige dass Sie nicht... politisch korrekte Ärzte würden Ihnen sagen, dass es unmöglich ist, sich auf einem Toilettensitz anzustecken. Sie würden Ihnen aber auch raten, nicht das gleiche Handtuch für Genitalien und Gesicht zu benutzen. Erkennen Sie den Widersinn. Und dann... Ich hatte wahrscheinlich eine Gehirnwäsche durch die Medien. Wechselt man einfach zum nächsten. Kein Fieber, keine Infektion. Und übernächsten und immer weitergehenden Thema. Na toll. Danke fürs Gespräch.